Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14 mit dem MTV Gießen und heute zu Bundesligaspieltag Nummer 31 und wir spielen gegen den MSV Duisburg, auswärts in Duisburg. So, das ist unsere Aufstellung nach Frische, wie in letzter Zeit eigentlich immer. Wir sind ja, wie gesagt, bereits Meister und ja, viel gibt es eigentlich nicht zu sagen, würde ich behaupten. Deswegen ab ins Spiel. Achso, ich hätte vielleicht gucken sollen, wie stark sie sind, aber ich gehe einfach mal davon aus, sie sind in der unteren Hälfte. Das habe ich jetzt leider vergessen nachzuschauen. Gehen wir direkt in den Textmodus rein. Davon gehe ich einfach mal aus, dass sie sich da unten befinden. Sie sind ja momentan Tabellen 16. Ach ja, und sieht man 17 stärkste Mannschaft. Zumindest nach... Ich weiß immer nicht, das kann sein, dass die Zahl ein bisschen anders berechnet wird, dass bei den Mannschaftsstärken immer die potenzielle Stärke und hier vielleicht die reale Stärke, die sie in ihrer besten Elf haben oder so, oder auf dem Platz oder so. Naja, gut. Jedenfalls würde ich sagen, die sind gefährlich. Es kann nämlich immer passieren, dass sie gefährlich sind und ich würde sagen, voller Angriff. Es sieht danach aus, als haben wir Metal heute nicht aufgestellt. Jedenfalls, wenn ich nach Frische aufstelle, dann lasse ich das ja automatisch machen. Ich habe jedem Spieler eine Position zugeordnet. Und dann wird das eben, dann klickt man auf den Knopf und dann werden die Spieler automatisch dahingestellt, wie es am besten passt. Oh, und da ist auch schon das erste Tor gefallen. Ich lese gleich vor. Und deswegen, weil das automatisch passiert, weiß ich dann häufig nicht, welchen Spieler ich genau aufgestellt habe. Gut. Die Teams sind auf dem Platz, gleich rollt hier der Ball, die Mannschaften schwören sich gerade ein. Anpfiff erster Halbzeit und Albin Ruch zieht aus 15 Metern ab, aber setzt die Kugel über die Latte. Wie auch immer. Wenig später schießt Franz Klopp knapp am langen Pfosten vorbei. So, und dann das 0:1 von Malte Kist. Yannick Schwind zieht von rechts Richtung Mitte und setzt Malte Kist. Achso, der allerdings knapp im Abseits steht. Perfekt in Szene. So rum. Malte Kist umkurvt Torwart Max Wenger und schiebt den Ball ins leere Tor. Moment mal. Der steht knapp im Abseits, aber es zählt trotzdem. Interessant. Der MSV Duisburg ist mit diesem System eher defensiv ausgerichtet. Achso, wir können hier nochmal Druck machen. Das heißt, der Schiedsrichter Dennis Oberisser hat hier nicht ganz aufgefasst, oder was? Naja, gut. Michael Karl vernascht auf der rechten Seite Sascha Burri und flankt scharf in den Fünfer. Dort streckt Franz Klopp sein rechtes Bein aus, aber Max Wengert ist aufmerksam und hat den Ball. So, wird dieses 1:1. Max Dittgen bringt eine Flanke von links. Oh, das ist nicht so gut. Eine Flanke von links in die Mitte. Ljubim Boschko oder so. Verlängert per Kopf und Markus Larsson schießt per Flugkopfball vor Helge Corneliusen aus 10 Metern ab. Axel Amthor fliegt heran und fischt den Ball noch von der Linie. Es bleibt hier beim 0:1. So, Anastasios Randanoulis hinter Thomas Baus. Erfolgreich am Flanken, obwohl dieser wirklich alles versucht, das hätte sonst gefährlich werden können. Ich komme mir gar nicht hinterher. Es sind schon zwei Tore gefallen, die ich noch nicht kommentieren konnte. Jetzt aber das 1:1. Bei einer Niklas Melzer-Hereingabe steht Michael Karl viel zu weit weg von Markus Larsson. Der bedankt sich abartig und köpft aus 5 Metern genau in die Ecke. Axel Amthor ist ohne jede Abwehrchance. 1:2. Franz Klopp. Eine schöne Kombination wird von Franz Klopp ebenso gekonnt verwertet. Zunächst hatte Yannick Schwind seinen Kollegen Malte Kist fein angespielt, dann gelang diesem ein Traumpass auf Albin Ruch, der schließlich auf Franz Klopp querlegte. Und hier noch eins. Sehr schön. Davor noch die Ecke von Thomas Baus von rechts hier. Axel Amthor kommt heran und fängt die Ecke sicher ab. Und wird dieses 1:3. Wir können auch mal hier... voller Angriff und so. Wird dieses 1:3. Michael Karl verlängert einen weiten Ball auf Malte Kist. Der schüttelt... Huch! Powerplay in Duisburg. Darf ich gar nicht weiter vorlesen. Beim MTV Gießen ziehen sie jetzt noch einmal ein richtiges Powerplay auf. Yannick Schwind bietet sich da an, nach diversen Gewehrwesen endlich Gelegenheit zur Flanke. Aber schon der erste Verteidiger, Sascha Burri, hält den Kopf... Konnte sich ganz zu Ende lesen. Kam nicht hinterher. Wo war denn? Der schüttelt Joachim Pechtold... Perchtold im Laufduell einfach ab, wie eine lästige Fliege und vollendet flach in die lange Ecke. Ganz starke Aktion. Trainer Brian Gunn muss reagieren. So, das Powerplay des MTV Gießen bleibt ohne Erfolg. Oh, Verletzter bei Duisburg. Am Ende kann Sascha Burri nach ewigen Pässen vor dem Strafraum die
schwache Flanke souverän klären. So, ein gefällig vorgetragener Angriff des MSV Duisburg. Dann aber Markus Larsson mit einem unkonzentrierten Abschluss, der nur zu einem Abstoß führt. Verletzung Peter Klaassen, Muskelfaserriss. Beim MSV Duisburg muss der verletzte Peter Klaassen raus. Spielerwechsel Ian Burke für Peter Klaassen und ein Tor. Sehr schön, das heißt, das 1:4 ist gefallen. Ein Konter bringt den Erfolg. Anastasios Ranalulis fängt einen Angriff des MSV Duisburg ab und schickt Michael Karl über rechts zum Kontern. Sascha Burri kann den athletischen Mannschaftskapitän nicht entscheidend aufhalten, der im Strafraum Max Wengert keine Abwehrchance lässt. Ganz Parade. Max Wengert. Schön. Also die nächste Gelegenheit für den MTV Gießen. Michael Karl sieht auf rechts Albin Ruch, dessen Flanke Franz Klopp mit dem Kopf erwischt. Es ist Max Wenger zu verdanken, dass es nicht 1:5 steht. Der MSV Duisburg kann nun alles nach vorne werfen, es kann nur noch besser werden. Ja, für die Spieler des MTV Gießen ist das jetzt hier nur noch ein besseres Training. Ja, es fallen wieder einige Tore schon in der ersten Halbzeit. Das ist ganz schön. Der MSV Duisburg ist in der Offensive in Überzahl, aber Benjamin Mendomo macht es allein und zieht ab. Axel Amthor kann parieren und die Kontermöglichkeit ist dahin. Momentan ist es eine äußerst einseitige Partie. Der MSV Duisburg hat hier derzeit nichts entgegenzusetzen. Das Ergebnis könnte sogar noch um einiges höher ausfallen. Und gelbe Karte für Albin Ruch wegen frühen Foulspiels. Klares Foul von Albin Ruch an Sascha Burri im Strafraum. Es gibt Elfmeter und gelb für Albin Ruch. Was? Okay. Markus Larsson schaut ruhig in die Augen von Axel Amthor. Langer Anlauf. Axel Amthor wehrt den Ball mit einer tollen Parade ab. Der Ball bleibt im Spiel. Zweiter Versuch. Tor. Schade. Mich hat das gerade etwas verwirrt, weil wie typisch ist das, dass ein Stürmer im eigenen Strafraum gegen einen Abwehrspieler von der gegnerischen Mannschaft einen Elfmeter verursacht? Das hat mich gerade total verwirrt. Aber okay, es ist nicht unmöglich. Markus Larsson scheidet mit einem Elfmeter zunächst an Axel Amthor, trifft dann aber im Nachschuss. So. Jetzt ein Tor von MSV Duisburg, dann sähe die Welt schon wieder ganz anders aus. Es wird ein Nachspiel zum 2:2 Minuten angezeigt. Ab der ersten Halbzeit. In der Halbzeitpause wird hier der. Komm gar nicht hinterher mit dem Lesen. Naja, gut. Amthor hat eine 1,0, das ist immerhin schön. Dann nehme ich Ruch raus, würde ich sagen, weil wegen gelbe Karte. So, Franiszewski mit wegen seiner 1,0. Da wird er dafür belohnt, indem er Feierabend hat. Und. Ja. Oder will man sonst irgendjemanden auswechseln? Oder man könnte es so rum machen. Und dann. Hier ist noch eine 2,0. So ungefähr vielleicht. Ach nee, wir haben schon dreimal gewechselt, stimmt. Die haben eine gelbe Karte ausgewechselt, deswegen haben wir dann nur noch zwei übrig gehabt. Alles gut. Habe ich mir mehr Gedanken gemacht, als nötig gewesen wäre. Jetzt sind alle euphorisch, da weiß man wieder nicht, mit wem man reden soll. Naja, hoffentlich nimmt keiner die Worte übel, die ich hier zu sagen habe. So, haben sich anscheinend alle gefreut. Und dann nochmal hier Massage, Massage und nochmal eine Massage. Und dann kann es auch schon weitergehen. So, was hatten wir denn als letztes hier stehen? In der Halbzeitpause wird hier der etwas mitgenommene Rasen notdürftig geflickt. Ach ja. Der Satz kommt mir jetzt gar nicht bekannt vor. Weiß gar nicht, ob wir den schon mal hatten. Spielerwechsel Nico Hildebrand für... Nee, das passt schon wieder nicht. Warum wird es immer wieder angezeigt, dass hier angeblich Mittelfeldspieler für Stürmer ein- oder auswechseln? Das tun wir gar nicht. Was soll das? Naja, gut. Ihr wisst schon, wie die Wechsel gemeint sind, ne? Nico Hildebrand, Malte Kowalczewski, Momente kommen rein, Michael Karl, Malte Kiss und Albin Hof kommen raus. So, Anpfiff, zweite Halbzeit. Der MTV Gießen kann eine Flanke von Jan Kleiss nicht klären und Benjamin Mendomo stochert den Ball irgendwie zu Markus Larsson, der aber im Abseits steht. So, jetzt noch eine dicke Chance für uns. Yannick Schwind passt auf Nico Hildebrand, der von der linken Seite sofort zu Franz Klopp weiterleitet. Dieser überwindet Keeper Max Wengert, doch er befand sich zuvor im Abseits, sodass das Tor nicht zählt. Für dieses 2:5, Franz Klopp ist da einen kleinen Tick schneller als sein Kontrahenten, spitzt die Kugel vor das Tor. Niklas Melzer rettet per Kopf zur Ecke und mahnt dann seine Kollegen zu mehr Konzentration. Ich frage mich gerade, welcher Spieler war das nochmal, der so eine krasse Entwicklung gemacht hat, der momentan da ganz vorne ist. War das nicht Melzer sogar? Melzer von Duisburg?
Ist das der, der so eine krasse Entwicklung macht? Plus 8 oder so? Oh, Tor gefallen. Schön. Das ist das 2:5. Super. Dann, Moment, hole ich wieder auf. Ecke von rechts, Nico Hildebrand. Torhüter Max Wengert kommt mit 2-3 Schüssen heraus, parkt souverän zu und hat den Ball. So, jetzt. Yannick Schwind legt energisch vor. Und Franz Klopp macht aus 12 Metern ein... was? Metern per Trainschuss. Das 2:5. Das hatte ich auch noch nicht, glaube ich. Er macht aus 12 Metern per Drehschuss das 2:5. Quasi Quadratmeter oder was? Meter mal Meter. Was weiß ich. Na gut, gute Möglichkeit für den MTV Gießen. Nico Hildebrand bedient Malte Kwaliszewski, der Johann Perchtold im Strafraum mit einer schönen Körpertäuschung aussteigen lässt und dann den Torschuss sucht. Sein noch abgefälschter Schuss geht aber einen Meter vorbei, 2:5. Der MSV Duisburg kann nun alles da vorne werfen, es kann nur noch besser werden. Die Spieler des MTV Gießen spulen jetzt nur noch hier Benzo mehr runter. Chance für den MSV Duisburg, schöne Flanke von Thomas Baus auf Markus Larsson, der das Leder an die Querlatte verlängert. Ljubim Boschko, so, jetzt haben wir's, reagiert am schnellsten und bringt den Ball irgendwie per Kopf aufs Tor. Axel Amthor wirkt überrascht, der reagiert zu spät und kann den Ball nur noch hinterher schauen. Niklas Mayrhofer grätscht im letzten Augenblick heran und steckt den Ball weg. So, Ljubim Boschko will den in den Strafraum ziehen und kann nur noch durch einen Foul von Nico Hildebrand gestoppt werden. So, Freistoß Markus Larsson, das kann Markus Larsson sicher besser, der Ball geht ohne viel Tempo über die Latte. Spielwechsel, Raphael Holzhauser kommt rein für Max Dittgen im linken Mittelfeld und toller Angriff gegen eine desorientierte MSV Duisburg-Defensive. Yannick Schwind legt quer für Helge Corneliussen auf, der erst mit einem langen Bein den Ball gerade so erreicht, um anschließend aus 24 Metern platziert abzuziehen. Max Wengert ist aber wachsam und hält den Ball fest. Ecke von rechts, Nico Hildebrand. Max Wengert weiß dann nicht, ob er herauslaufen oder auf der Linie bleiben soll, bleibt aber dann gegen Malte Walczewski doch Sieger. So, dass es 2:6 währenddessen gefallen. Ich versuche aufzuholen. Der MTV Gießen ist jetzt ständig in der Offensive. Schöne Kombination des MTV Gießen. Der Ball kommt über gefühlte 23 Stationen zu Yannick Schwind, der den Ball aus 10 Metern am Tor von Max Wengert vorbeischiebt. So, momentan ist es eine äußerst einseitige Partie, das hatten wir heute schon mal. Der MSV Duisburg hatte derzeit nichts entgegenzusetzen, das Ergebnis könnte sogar noch um einiges höher ausfallen. So, jetzt aber. Währenddessen ist eine weitere Chance da unterwegs. Das 2:6 von Franz Klopp. Einen weiten Abschlag von Axel Amthor will Benjamin Mendomo elegant per Volley-Schuss wieder zurückbefördern, produziert aber nur einen wenig eleganten Querschläger. Franz Klopp hat den Braten gerochen, schnappt sich das Leder, stürmt alleine auf Max Wenger zu und schiebt den Ball an ihm vorbei ins Tor. So, eine gute Kontermöglichkeit von der MTV Gießen, da schon wieder ein Tor gefallen, wird durch ein schlechtes Abspiel von Nico Hildebrand schon im Ansatz zunichte gemacht. Und dann das nächste. Der MTV Gießen hat das Spiel derzeit vollkommen im Griff. Nico Hildebrand marschiert kompromisslos in den 16er, wartet dann aber zu lange und holt gegen den herausstürzenden Max Wengert lediglich noch eine Ecke heraus. Weiter 2:6. So, Ecke von links, Nico Hildebrand. Der Ball kommt etwa 20 Meter vor dem Tor zu Yannick Schwind, der Benjamin Vendomo mit einer Körpertäuschung aussteigen lässt und dann sofort abzieht. Der Ball schlägt links unten von Max Wengert ausgesehen genau in der Ecke ein. Ein Horrorspiel für alle Trainer, für die eine gut organisierte Abwehr der Schlüssel zum Erfolg ist. Als Fußballfan macht einem natürlich ein solches Spiel Spaß. Spielerwechsel, Serdar Gülüm für Johann Perchtold in der Innenverteidigung. So, heute klappt beim TV Gießen alles. Malte Kwaliszewski ist nach einem langen Abschlag von Axel Amthor plötzlich auf und davon. Er spielt noch Sascha Burri schwindlig, zieht aus 20 Metern ab, aber zu unplatziert. Max Lengert ist zur Stelle. So, jetzt nochmal eine Chance. Und das wird das 2:8 sein. Von Malte Kwaliszewski. Schön. Franz Klopp hat sich davon gestohlen. Er hält eine schöne Steilvorlage von Yannick Schwind. Am Strafraum spielt er clever in den Rücken der Abwehr auf den freistehenden Malte Kwaliszewski. Der schiebt aus 9 Metern trocken ins von Max Wengert verlassene Tor zum 2:8 ein. So, der Sieg für den MTV Gießen wird hier völlig in Ordnung gehen, denn sie haben die Partie über weite Strecken kontrolliert. Meinte nicht, wir könnten das hier noch, den Führung noch verlieren hier. Ist ja nur knapp, ne? So, Nachspielzeit von 1 Minute wird angezeigt, Schlusspfiff. Okay, das war's. Wir haben es geschafft, gegen den MSV Duisburg haben wir 2:8 gewonnen. Schade für die 2 Gegentore, aber schön für die 8 Tore auf unserer Seite. Das heißt, unsere Tordifferenz dürfte jetzt bei 106 liegen, wenn mich alles täuscht. Ist doch auch schön.
Schade, dass Mettl nicht getroffen hat. Bei so vielen Toren. Das ist so ein bisschen ärgerlich bei der Sache, aber naja, gut, gibt Schlimmeres, ne? Wie hat Schalke gespielt? Die haben 3 Tore geschossen. Die könnten alle von Dröge sein und dann ist der wieder auf gleicher Höhe mit Mettl. Das wäre nicht so toll. Aber ich sehe jetzt erstmal keinen Dröge hier überhaupt auftauchen. Klopp, Kist, Schwind und Karl sind hier aufgetaucht in der 11 des Tages und Klopp und Kist haben mit den meisten Tore geschossen. Also Klopp die meisten und Kist mit 2 Toren die nächsten meisten. Schön. Ja, und Dröger hat heute einmal getroffen. Das heißt, er ist wieder ein Tor näher rangekommen an Mettl. Schade. Und immer noch die fairste Mannschaft der Liga. Das ist schön. So, der MPV Gießen ist übrigens Meister. Das haben wir noch gar nicht mitbekommen. So. Neue Tage fällt Esposito aus. Es gibt Schlimmeres. Schön ist es nicht. So, das hatten wir schon mitbekommen. Und noch ein neues Talent. Jürgen Fässer. Liechtenstein anscheinend, ja. Dann würde ich sagen, übernehmen wir den und schmeißen gleich wieder raus, wie wir das so oft machen. So, gut. So viel dazu. Wie sieht's hier aus? Gibt's hier was zu tun? Ja, hier gibt's was zu tun. Da können wir auch wieder die A-Jugend auswählen. Endlich. Manchmal können wir nur so Mannschaften auswählen, die gar nicht genug Spieler haben, um überhaupt ein Freundesspiel zu bestreiten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Naja, gut. Und da unter der Woche ist schon wieder das nächste Champions League Spiel, das Halbfinale gegen Galatasaray Istanbul. Da können wir uns auch schon drauf freuen. Es gibt auch wieder schön Eintrittsgelder, weil sich die Fans da auch drauf freuen. Das ist schön. Dann klicken wir uns nochmal ein bisschen weiter. Bis dahin. Und die Vorbereitung des Spiels dürfte dann eigentlich auch recht schnell gehen, würde ich behaupten. So, Stefan Kleißl hat das Camp in Luxemburg verlassen, was? Achso, der ist zu uns rübergekommen, ja, okay. Aber der kann nichts. Das heißt, wir können ihn übernehmen und gleich wieder rausschmeißen. Wie so oft. So, weg damit. Gut, guck mal, das war dieser Melzer übrigens. Hat sich mein Verdacht bestätigt, das ist Niklas Melzer. Der hat die Saison, wie war das, 8 Punkte dazu gewonnen? Das ist ja auch nicht schlecht. Ausgeliehen von Hoffenheim. Ach ja. Bin mal gespannt, wie oft wir den noch sehen werden. Da ist unser Leihspieler Rummel mit plus 10 diese Saison. Das ist auch schön. Das freut mich, dass das so gut klappt bei ihm. Gut, einen Tag gehen wir noch weiter. Dann haben wir das Champions League Spiel vor der Tür. Und dann können wir da an der Stelle die Aufstellung so weit vorbereiten. Vielleicht nochmal mit den Spielern reden oder so. Moment. Erstmal hier. Die zweite Mannschaft möchte spielen. Möchte aufgestellt werden. Okay. Bitteschön. Dann gehen wir jetzt hier uns um die erste Mannschaft kümmern. Also, ich hätte gern Stärke. Ich will ja nichts dem Zufall überlassen bei solchen K.O.-Spielen, wo man nicht davon ausgehen kann, dass man da weiterkommt. So. Oder nee, Moment. So vielleicht. So, dann unsere... Nein, Tobias Furtmeier nicht. Hier. So, ihr tauscht mal bitte. Ihr tauscht auch. Und dann noch die Abwehr verbessern, sozusagen. Du kommst doch hier hin, genau. Okay, dann passt das soweit. Waren das alle? Alle vorbereiten, die wir dahingehend treffen müssten. Na, vielleicht noch... Ah ne, das haben wir auch schon gemacht. Ja, genau. Den besseren Innenverteidiger haben wir noch durch den Torhüter ersetzt. Umgekehrt. Den Torhüter durch den Innenverteidiger ersetzt. Gut. Und dann würde ich sagen... Na gut, hier könnte man theoretisch nochmal durchklicken, aber das wird sich wahrscheinlich nicht... Da wird sich nichts ändern oder nicht viel ändern. Da unten vielleicht, aber das interessiert ja eigentlich nicht, was da unten vor sich geht. Aber ich habe es mal gemacht. Gut, dann was als nächstes? Mit den Spielern reden, würde ich sagen. Das könnten wir noch machen. Ein bisschen um die Moral zu heben.
achte jetzt aber nicht so sehr drauf, mit wem ich hier rede. Wenn ich ehrlich bin, ich rede einfach nur mit denen, die noch nicht euphorisch sind. Ich sag denen ja sowieso allen das Gleiche. Von daher ist eigentlich auch egal. Hilft auch anscheinend nicht bei allen, das die zu loben. Besser nicht bei allen die Moral, das ist ein bisschen schade. Aber gut. Lässt sich wohl nicht vermeiden. Haben wir jetzt schon mit allen geredet oder was? Ja, das ging aber schnell. Gut, dann hebe ich den letzten für den Samstag auf. Stimmt, wenn wir den am Samstag erst geredet haben, dann geht das natürlich am Mittwoch noch nicht. Gibt auch irgendwo Sinn. Okay. Ja, nee, dann haben wir alles vorbereitet, würde ich sagen. Gut, eine Sache kann man noch machen, die ich beim Hinspiel auf jeden Fall tun würde. Nochmal die Siegesprämie ausschreiben, um nichts dem Zufall zu überlassen. Dann sind wir jetzt aber durch, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, genau. Also, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.